50 Jahre Bodenseekreis. Dieses besondere Jubiläum soll und darf groß gefeiert werden, wenn es nach dem Willen von Landrat Lothar Wölfle geht. Wir wollten für die Menschen im Bodenseekreis etwas machen und unter dieser Überschrift steht beispielsweise das Projekt von Achim Mende mit 50 tollen Aufnahmen aus dem Bodenseekreis. Unter dieser Überschrift steht unsere Jubiläumsausstellung in der Kreisgalerie, das Jubiläumskonzert des Landespolizeiorchesters mit total günstigem Eintritt für die Menschen im Landkreis, der Kreismarsch für alle Musikkapellen im Landkreis und als Höhepunkt natürlich das Kreisfamilienfest am 3. Oktober in Salem, so wie vor vielen Jahren schon. Jetzt mussten wir Corona-bedingt aussetzen. Ja, und dann gibt es noch am Kreismittelpunkt südlich des Gehrenbergturms eine Skulptur mit 23 Hockern. Da können sich die Menschen verweilen, sozusagen mitten im Bodenseekreis. Den Auftakt zu diesem goldenen Jubiläumsjahr durfte der bereits angesprochene Achim Mende in diesem Monat bestreiten. Der Fotograf zeigte im Rahmen eines Abendvortrages im Landratsamt Friedrichshafen dabei eindrucksvoll seine ganz eigene Sicht auf bekannte Orte, Gebäude und Denkmäler im Bodenseekreis. Das Besondere dabei, seine Fotografien entstehen hauptsächlich aus der Luft, aufgenommen mit einer Drohne. Also es nennt sich Light Painting letztendlich, die ganze Geschichte. Aber Sie brauchen die richtige Drohne, Sie brauchen genug Licht. Es darf aber alles nicht mehr als 249 Gramm wiegen. Das Projekt ist ja dahin angelegt, dass es lautlos ist, dass es keinen stört, dass es keine Gefährdung bedeutet und so weiter. Und da geht es einfach darum, dass man zum Schluss sehr viel ausprobieren muss. Also ich habe bestimmt ein Jahr eine Phase gehabt, wo ich immer wieder probiert habe, gemacht habe, bis diese Orbits, die hier gezeigt werden, wirklich perfekt sind, dass sie im gleichen Abstand sind, dass das Ganze mit einem Flug passiert und sich nicht endlos hinzieht, weil ich bin hier ja zum Teil 4 Uhr morgens unterwegs, wo kein Mensch mehr auf der Straße ist, kein Zug und kein Flugzeug mehr unterwegs ist. Inspiriert dabei hatte sein Hobby bereits in den Jugendjahren. Hier fotografierte Achim Mende gerne Sternenbilder. Hier musste er sich schon früh mit langen Belichtungszeiten auseinandersetzen und gewann schnell tiefgreifende Erkenntnisse. Ausgestattet mit diesem Wissen wagte sich Achim Mende dann an das neue spannende Projekt. Für die Umsetzung der Jubiläumsbilder begab er sich in 50 Nächten an 50 verschiedenen Orten auf Motivjagd. Es ist halt eine sehr, sehr spezielle Bildsprache mit intensiven Farben, dieser verrückte Sternenhimmel und dann diese Dinge, was die Drohne dann unternimmt. Das führt dazu, dass da immer mehr Interesse gewachsen ist. Ich habe bei einer Gelegenheit, die sich zufällig ergeben hat, den Landrat Wölfle auf das Thema aufmerksam gemacht und dann war sehr, sehr schnell die Idee geboren, weil er das 50-Jahr-Jubiläum des Bodenseekreises ins Spiel brachte. Kreise, Bodenseekreis und was gibt es nichts Schöneres als den Wirkungskreis, wo man lebt, arbeitet oder politisch wirkt, in besten Bildern umsetzt, die dann touristisch den einzelnen Gemeinden natürlich auch einen sehr großen Benefit bringen. Auch Landrat Lothar Wölfle ist von dem Resultat fasziniert und von den Fotografien absolut begeistert. Also so ein paar Dinge hatte ich hier schon im Vorfeld gesehen und die sind eigentlich also wirklich phänomenal. In der Tat, die Beleuchtung von Objekten, sei es die Birnau, sei es die Pfahlbauten, sei es das Schloss Tettnang, der Gehrenbergturm, also oder einfach ein Baum, der irgendwo in der Landschaft steht, so detailliert beleuchtet mit dieser Drohne, mit diesen starken Scheinwerfern, die an der Drohne festgemacht sind, das gibt eine unwahrscheinliche Stimmung. Also man hat so das Gefühl, man kann sich da hineinlegen in die Landschaft. Macht einfach riesig Spaß. Zurzeit laufen die Absprachen für weitere Ausstellungen und Vorträge auf Hochtouren. Dabei sollen alle 23 Städte und Gemeinden des Bodenseekreises berücksichtigt werden, damit möglichst viele Menschen in den Genuss der Jubiläumsfotografien kommen.